Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt auf dem Kanal. Hallo und herzlich willkommen zu Finding the Soul Orb, dem neuen Spiel von Tonkutsch Border. Zuallererst, Tonkutsch, thank you so much for the key. Thank you, thank you, thank you. It's a great honor to play this game before the release. Thank you so much. Ja, genau. Denn ich habe den Key tatsächlich von dem Entwickler schon vor dem Release des Spiels bekommen. Und zwar relativ weit davor. Die Folge heute, diese hier, werdet ihr also am 14. Februar sehen. Das heißt, wenn ihr sie seht, ist der 14. Februar, fröhlichen Valentinstag und so weiter und so fort. Denn da erscheint das Spiel. Wir haben eine Vorabversion. Ich habe an den Settings schon ein bisschen rumgedoktert. Ja, wir haben die Subtitel aus... Die Subtitle an. Story Language ist Deutsch, klar. Ich mache den Headbob immer aus. Und ich finde das so süß, ne? Man kann ich mach's mal mit der Maus. Man kann extremely easy, very easy und easy wählen. Das finde ich sehr schön. Wir werden auf Werwölfe schießen müssen. Ich bin versucht, extremely easy zu nehmen. Jo, mal gucken, ob wir das später nochmal umstellen können. Wir nehmen erstmal very easy. Controls ist klar. Audio, ich mach mal die Mucke noch ein kleinen Ticken leiser. Ah, so. Den Rest lassen wir voll. Das ist auch klar. Und das ist auch klar. Gut. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also... in einer mittelalterlichen Welt und wir werden mit einer Armbrust auf Werwölfe schießen müssen. Das macht mir Angst, muss ich gestehen. Das ist so ein Punkt, der mir ein bisschen Angst macht. Aber egal. Wir gehen auf New Game. Ich bin schon total aufgeregt. Ich liebe ja seine Spiele, ja. Das wissen ja die meisten. Kapitel 1. Die Geburt der Seelenkugel. Ich will gar nicht aussteigen. Können wir one left trigger or right bumper, okay. So, alles klar. Können wir springen? Ich nehme an, da sollen wir hin. Ich lese gleich vor. Hochzauberin Titia stieß ihren Stab gegen die kleine Scheibe eines goldenen Meteoriten, die auf dem Fels schlag. 11 weitere Hochzauberer aus dem ganzen Königreich standen um sie herum. Ein Zauberer trat vor die anderen. »Warum ist das nötig?«, fragte er. »Die Dörfer können ihre Probleme selbst lösen.« Titia ignorierte ihn einfach. Titia wahrscheinlich. Wir bleiben dann bei Titia. Kann man hier rein? Das ist ja unfassbar, wir können hier rein. Okay.
Schnabel. Ist immer so dick für. Können wir das Fenster auch aufmachen? Nee, schade. Das ist ja verrückt, wir können hier rein. Wir lunzen natürlich einmal ums Haus, ist ja klar, ne? Was ist denn das? Kann ich das anfassen? Hallo? Toll, wir sind genau andersrum gelaufen. Hier ist die Tür. Können wir hier auch rein? Wenn ich wieder, ich habe mal die Settings doch ein bisschen runtergedreht, damit wir vor Rucklern verschont bleiben. Was ist denn das? Das ist eklig. Springt mich das gleich an. Oh Gott. Ich habe damit gerechnet, dass es mich anspringt. Keine Füße. Ach, da ist das nächste von den Dingern. Dann gehen wir da mal hin. Ich warte immer und lese es dann am Schluss vor, ja? Ein anderer Zauberer zog ihn zurück. So wurde es festgelegt. Nicht jetzt. Aber wir hatten nie so einen Frieden im Land, antwortete Marco. Das nimmt uns einen Teil unserer Macht. Tizia ignorierte, was hinter ihr passierte. Sie hielt ihren Stab in die Luft und lief im Kreis herum. Hey. Das ist aber gruselig. Okay, können wir sonst noch so groß lang? Können wir durchs Gebüsch? Nee. Können wir nicht. Ich wollte es nochmal probieren. Tretet alle zurück, befahl sie. Die Gruppe gehorchte, selbst der ungehorsame Marco. Der goldene Meteorit erhob sich in die Luft, dem Weg ihres Stabes folgend. Bei einer Höhe von 2 Schritt hielt sie ihn still. Er begann, sich um seine Achse zu drehen. Schneller und schneller. Sehr interessant. Wir können hier gar nicht durch die Büsche.
Ich neige bei seinen Spielen immer dazu, mich noch 10-mal umzudrehen, ne? Das wisst ihr ja mittlerweile. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Werwolf sehen, tatsächlich. Hallo? Nix. Sie murmelte einen Zauber, der alsbald verklang. Hiermit sollst du die Seelenkugel sein. Ein Leben lang. Die Sonne schien hell vom Himmel über ihren. Dann lag sie exakt auf einer Linie mit dem rotierenden Meteoriten. Schließt eure Augen, befahl sie. Mami? Ich gucke einfach nicht hin. Muss hingucken. Da leuchtet's wieder. Okay. Der Kopf hat sich nicht zu uns gedreht. Das ist schon mal viel wert. Alle gehorchten. Die Sonne schoss einen Lichtstrahl aus ihrem Kranz direkt durch das All, der schnell in die Erdatmosphäre eindrang. Er ging weiter voran. Tizia hielt sich an positive Gedanken. Falls ihre Berechnungen nicht korrekt waren, würde das Experiment fehlschlagen. Aber der Lichtstrahl traf den rotierenden Meteoriten. Er ging in Flammen auf. Gut. Der guckt immer noch nach da. Schön mal nach da gucken, ja? Ganz eigene Grundstimmung jetzt gerade. Ich bin gespannt. Was ist denn mit dir passiert? Hey, bist du okay? Nix. Also du kannst halt. Zumindest kann er nichts mehr werfen, ne? Ich sehe nicht, ob er die Augen zu oder auf hat. Kann er nicht hinter dem Baum lang? Ich muss es ja trotzdem immer wieder probieren. Das ist unheimlich. Sie blinzelte vorsichtig durch ihre zugekniffenen Augen. Öffnet die Augen, befahl sie ihrem Team. Sie schauten zu, wie die Mineralien im Meteoriten von Flammen verzehrt wurden. Der Ball wurde eine einzige Flammenmasse. Marco war hingerissen, fragte sich, was als nächstes passierte. So viel Energie. Konnten die Dörfer sie einfach ziehen lassen? Sogar sein Rückgrat, ne?
Jetzt war der erschrocken, ne? Gibt's zu. Mal gucken, ne? Dass er da bleibt. Ist ja geradlinig. Kann nicht um den Baum drum rum. Okay. Ich möchte das nicht. Nee, Dankeschön, schätze ich. Oh, hier ist wieder schön. Oh. Gott sei Dank, hier ist wieder schön. Und weitläufig. Juhu! Oh nein! Ach, schade, ich dachte, ich könnte da rumrennen. Ist er noch da? Er sagt, da will ich nicht hin. Warte. Entschuldigung, aber ich finde das irgendwie lustig. Lass mich doch dahin. Aber wie er mich einfach da zurückschimpft, ne? Aber er sagt nur einmal. Gott. Kann ich mich ducken? Ich möchte dahin. Okay, ist nervig, ne? Nur noch einmal. Was ist denn da? Ein Felsen. Entschuldigung. Ich muss solche Sachen aber probieren. Ich kann nicht anders. Wenn das einfach ist, mich da wieder umzudrehen. That's mean. Okay, da muss ich hin. Ich laufe erstmal so rum. Ja, schon gut, wir laufen dahin. Er bezweifelte das. Er hob seinen Stab in die Luft. Ein Schwall Wasser kam aus seinem Stab und traf die Mitte des Flammenballs. Tizia sah zu, wie die Flammen in der Kugel gelöscht wurden. Was übrig blieb, war ein neonblau leuchtender Ball von der Größe eines Ballons.
Also ich muss schon sagen, die Farben sind halt immer wunderschön. Ich flitze jetzt trotzdem mal so ein bisschen rum. Nur mal zu gucken. Wir flitzen erst da. Wir flitzen immer erst in die andere Richtung. Nur mal gucken. Okay, da runterzufallen ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Oh. Band. Okay, ist da. Steht da was im Stein vielleicht? Ihm weiß man nie. Die wir wahrscheinlich irgendwie runterlassen müssen. Ein Feuerchen. Ach, hier können wir. Hier können wir ins Feuerchen gehen. Ah, hier ist tatsächlich Ende, okay? Wollte nur mal gucken. Komme ich hier nicht weiter? Das heißt, bevor wir ins Haus gehen, gehen wir einmal außen rum. Und da die andere Seite. Ende Gelände hier. Drin liegt auch nichts. Ich kann nicht anders, es reizt mich so sehr. Moment. Ach, okay. Ich wollte gucken, ob ich mich verbrennen kann. Und das Grauen nimmt seinen Lauf. Ich bin übrigens eine ganz, ganz schlechte Schützin. Ich kann sowas nicht. Ich denke, ich werde dann auf Maus und Tastatur zurückgreifen. Weil damit kann ich das besser. Ich bin bewaffnet. Ups. Ich habe nicht gedacht, dass das explodiert.
ist verdächtig still. Ich laufe übrigens gerade mit Controller und ziele mit Maus. Wo ist die Brücke? Ich kann ja eigentlich nichts kommen jetzt, ne? Wir sind ja gerade lang gelaufen. Gott. Ich hasse solche Spiele, wenn ich schießen muss. Ich kann das nicht. Ich bin da immer ultra vorsichtig dann. Oh. Das war daneben. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich eine super schlechte Schützin bin? Hä? Wir gehen einfach noch ein Stück näher ran. Entschuldigung. Hätte er gleich etwa ein Stück näher rangehen können, ja? Boah. Ich glaube, wir müssen eine Errungenschaft, die Tool. Da ist wieder ein Ding. So, rief Marco. Keine Energie soll unsere Dörfer verlassen. Tizia drehte sich zu ihm. Nein, da liegst du falsch. Er starrte sie verärgert an. Sie zeigte mit ihrem Stab auf die Kugel. Schau, dies ist die Seelenkugel. Sie soll ihre Reise fortsetzen und ihre Bestimmung finden. Damit erhob sich die Seelenkugel in die Luft, bog scharf nach links ab und verließ das Dorf. Ist er da gefangen? Der kleine Flattermann? Ich hab's gerade irgendwie im Hals. Was ist denn das? Errungenschaft Gargoyle of One. Ups. Wo sind meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Wenn ich den jetzt nicht abgeschossen hätte, hätte der uns angegriffen? Ich hab gedacht, ich treffe. Ich hab gedacht, ich schieße einfach mal auf den Typen. Wo ist meine Waffe hin? Flattert der jetzt wieder los? Wenn es ein Gargoyle war, ist er nicht so schlimm. Ja, der ist ja bloß zu Stein geworden und dann steht er wieder auf. Alles gut. Alles gut. Nee, dem passiert nichts. Das ist so ein Riesenfass, trifft sie nicht, aber ein Gargoyle. Ich muss, glaube ich, ein bisschen umschauen, dass wir den immer treffen dann. Da oben ist ein Zaubertrank.
Die Hochzauberer schauten ihr nach. »Was war das gerade?« schrie Marco. »Was denn?« »Du hast den Zauber vervollständigt, und ich danke dir vielmals.« Sie lächelte ihn an. Er wusste nicht, ob er lachen, weinen oder schreien sollte. So folgte er den anderen Hochzauberern auf einen Krug Bier in die Kneipe. Packt er die Waffe dann automatisch wieder aus? Ich hoffe doch. Also zielen werde ich definitiv mit der Maus. Ich sehe es nicht, ob der Typ weiter flattert. Ich dachte, es wäre ein Vogel. Ich dachte, es wäre ein Vogel, der festgebunden ist oder so. Kapitel 2: Königreich eines Tyrannen. Also, Entschuldigung, aber das ist wirklich schön. Das ist ja toll. Oh, ich liebe ja so alte Burgen, ne? Ich bin da ja. Okay. Aber ich liebe das. Also das liebe ich echt, das ist voll schön. Moment. Dann könnten wir eigentlich die erste Folge gleich mal beenden. Ja, ich weiß gar nicht, um die 30 Minuten sind wir jetzt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es startete sehr gruselig. Es ist eine ganz andere Stimmung als für die anderen Spiele, so vom Gefühl her. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Ciao.